Hallöchen! Wer ist das? Streamt der Typ öfters? Oh du, lange nicht mehr gestreamt. Diese Woche werden wir jeden Tag 8 Stunden live sein. Ab Donnerstag. Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag. Mit Trimax zusammen. Wir werden jeden Tag live sein. Guck mal, was die Schönes gemacht hat. Die Antibabypille im Gesicht. Das hat die gemalt. Guck dir das mal an. Jetzt denken alle, du bist wirklich ein Wunder, gell? Freihand gemalt. Ja, was Freihand? Das ist Malen nach Zahlen. Dass die Leute auch mal sehen, so sind wir auch tagsüber. Ganz normale Menschen. Guck mal, was sie für ein schönes T-Shirt anhat. Competition. Jetzt lass. Ey, und sehr krass, wir haben gestern auf dieser Couch mit euch telefoniert. Gell, das war wunderschön. Hier kommt permanent, jede Sekunde kriege ich SMS auf dem Handy. Jede Sekunde kommt SMS rein. Wie ist dieses 4 Euro pro Minute? Nein, Alter, das ist eine Handynummer. Ach, Kinders, hab euch, bin ich hier, wie heißen die? Wisst ihr noch, Flair Call und der andere? Mal auch mal mit der Abzocke anfangen, ne? Schatzi ist auch noch arg krank. Ihr müsst euch vorstellen, 40 Fieber. Wir hatten einen Virus, der hat uns komplett out of the moon geschickt, ne? Hast du dich schon gewogen? Nee, ich habe ja wieder gefressen wie ein Schwein. Ich sag's euch ganz ehrlich, habe ich schon wieder zugenommen? Ja, gell? Aber immer, Brust kommt langsam wieder. Ja. Guck, ja, ich freue mich auch. Brust ist langsam wieder da. Ich habe hier sämtliche Fliesen abgesprayt, die sind wieder schön weiß, gell? Ich habe die abgesprayt hier mit dem Ding hier. Das Ding ist geil. Schließt da an, weil dann spritzt es nicht. Tipptopp. Pool auch einwandfrei. Sauber, picobello. Aber der hat eine angenehme Temperatur. Es tut mir wirklich leid, dass ich in letzter Zeit kaum live gehen konnte. Ich habe es auch, man muss auch echt dazu sagen, ich habe mit meinem Körper echt übertrieben. Ne? Ich war bei der Let's Dance Finalwoche nur auf Schmerztabletten trainieren noch. Ne? Also wirklich schon fiebrig alles, das unterdrückt, Training, wie ein Irrer geschwitzt. Richtig kacke, ich sag's euch ganz ehrlich. Verdammte Scheiße. Und ich wusste, wenn Let's Dance fertig ist, jetzt kommt die nächste Scheiße. Seven in the Wild. Du hast uns vergessen, ja. Ich vergesse mein Leben. Kommst du noch nach Malle? Ich komme nach Mallorca, natürlich. Aber schöne, denkst du, du machst irgendwann nochmal eine Fernsehshow? Ich habe heute Nacht geträumt, Schatz, ich gehe ins Dschungelcamp. Knossi, denk auch mal an dich etwas. Ja, dann müsste ich wirklich mal länger nichts machen. Urlaub machen. Guck mal, dann fragen mich die Leute auch, gehst du mal in Urlaub? Und ich habe keine Zeit für Urlaub. Ich würde ja gerne einfach Bubi, Frau und wir gehen in Urlaub. Hey Knossi, ich bitte um einen Anruf. Schickt mal was Gescheites durch. Denkt dran, ihr könnt keinen Scheiß erzählen, weil ich habe eure Handynummer in meinem Handy. Knossi, kannst du mich zurückrufen? Ich gucke mich sehr gerne. Ich bin 5 Jahre alt. Ich schaue dich sehr gerne. Ich habe diese Funko-Pod von dir und ich bin ein größter Fan. Oh, Mensch, er ist 12 Jahre alt, der Junge. Er ist 12 Jahre alt. Wie läuft die Vorbereitung, Seven in the Wild? Gut. Freunde, Mann, ich komme gerade aus wirklich von Let's Dance. Was für Vorbereitung? Du, ich wollte nur sagen, ich habe dich ganz, ganz arg vermisst. Ja. Jetzt freue ich mich, dass du wieder live bist. Oh, Mann. Ja. Wir sind stolz auf dich bei Let's Dance gewesen. Och, Manuel. Guck mal, das sind doch die Mailbox-Nachrichten, da freue ich mich doch. Oh mein Gott, hallo, ich feiere dich so. Ich habe sogar ein T-Shirt und Pulli von dir. Ich ziehe es so gerne an, ich werde zwar dafür ausgelacht, aber das ist mir egal. Ich bin stolz drauf. PS, mein Dad heißt auch Jens und ist so wie du. Walla Billa, gute Vater, habe ich SMS geschrieben. Also ich glaube, wenn wir uns auf so eine Liege setzen würden, das wird schon... Ich schmeiß dich doch nicht rein, Schatz, würde ich nicht machen. Komm, gib mir mal das Handy. Nein. Ey, ich habe hier auch den Boden... Ich schwör's euch, was? Wo sind die Experten? Wie kriegt man so Holzboden richtig sauber? Den kriegt man ja nie wieder sauber. Guck mal, ich komme hier nach hinten, hat der Hund kein Ohr mehr, habe ich zugeklebt. War hier auf einmal ein Loch. Komm, ich filme dich mal ein bisschen. Was willst du mich filmen? Du willst mich einfach nur irgendwo reinschmeißen. Du würdest mich das Widget machen, weil ich habe das bei dir auch nicht gemacht. Nein, und das hast du nicht gemacht. Nur letztes Jahr hast du es immer gemacht, aber mit Klamotten reingeschmissen. Aber weißt du noch, wie ich reingesprungen bin, bei ja. Kalt? Ja, das weiß ich. Wenn ich springe ja auch aus Liebe rein. Wenn du mich liebst, springst du so rein. Oh, die ist auch letztens wieder richtig auf die Schnauze gefallen. Boah, Alter. Ja, oh, das schaut aus. Das schaut aus. Richtig schlimm, richtig schlimm. Ja, hat ihr richtig wehgetan. Im Suff. Im Suff, weißt du. Das hat mir Let's Dance noch geschenkt. Ist nass aber geworden. Wer nicht tanzt, ist indiskutabel. RTL. Schon verbogen. Und davon eins. Motzen sie wieder mit mir? Ich mach mal Gasflasche an. Boom! Spaß. Ja, erzähl mal. Was soll ich erzählen? Ja, wie das ganze Haus, wie du mich fast vergast hast hier drin. Erzähl mal, was du machst.
Die war leer, sagt er. Dann bringt er die in die Sommerküche, wo unsere Schuhe stehen. Dann kommt er wieder, wie als wäre nichts. Ich gehe rein, das ganze Haus stinkt nach Gas. Dann sage ich, Schatz, was hast du gemacht? Ja, ich habe in der Sommerküche noch mal ein bisschen eine Gasflasche gedreht. Dann mal pfff, kam ein bisschen raus. Dann gehe ich in die Sommerküche. Er hat die Tür zugelassen. Ich bin da fast umgekippt. Ich bin fast umgekippt da drin. Das ganze Haus gestunken nach Ach, Gas. Komm, bitte. Nein, ach, nicht. Gar nichts. Das hat so gestunken. Ach, doch auf. Mir war so schwindelig auf einmal. Ich habe dann kurz überlegt, ob das Sinn macht, dass man mit dem Feuerzeug reingeht. Ja, dass das sagt kurz. Das hast du, ich glaube, das hat doch ja, ich weiß auch nicht. Soll man das Gas einfach in der Luft, soll man ein bisschen mit dem Feuerzeug hingehen? Sag mal. Zack, Klappe zu. Hast du die Gasflasche ausgemacht? Ja, ja. Sicher? Ja, sicher. Das hier haben uns nämlich Carmen Geist geschickt. Und die freut sich schon, wenn wir es auspacken. Sollen wir es auspacken? Vorgestern hat sie Sprache geschickt. Habt ihr schon das Paket von uns gekriegt? Denn ey, es war so geil, mit den Geisens unterwegs zu sein. Ja, das stimmt. Das war wirklich cool. Ich will auch das Foto mit Robert und mir übers Bett hängen. Hm? Hey, ich, das muss ich den Leuten... Komm, wir machen das Carmen Geist Paket auf, oder? Und probieren ein bisschen an. Ja, okay. Ja! Wasch mit den Schuhen. Nee, ich habe gerade Schuhe gewechselt. Ach so. Yes, gut. Kennt ihr das? Nee, Schatz, weil gestern... Ich bin gerade überfordert. Nee, weißt du, wie soll ich denn die Getränke nehmen, wenn ich das Handy halte? Ich achtet genau penibel. Warst du mit den Schuhen drin? Ey, das regt mich so auf. Nee, ich sag dir das jetzt mal. Ich wisch den Boden, du gehst raus und gehst mit nassen Schlappen wieder rein, dass wieder überall nasse Fußabdrücke, dreckige sind. Und in diesem Moment muss ich an meinen guten Freund Robert denken, der sagen würde, dann wischst du halt zweimal. Ja. Der soll mal noch eine Flasche bringen, mit den schnellen Schuhen an. Du, aber man muss echt sagen, die sind genau, die sind so sympathisch und die sind in echt genau so, wie sie sich geben, gell? Die sind so lieb und die sind auch so bodenständig. Also die Kinder, die beiden Mädels, muss man sagen, die sind ja in diese Welt so hineingewachsen, die kennen es ja nicht anders. Mhm. Aber Carmen und Robert sind sehr bodenständige Menschen. Warte! Pass auf! Was ist jetzt? Was ist denn? Was ist denn? Ja, da! Hinten bei dir am Hals! Am Hals! Ja, oh, warte mal, es krabbelt! Warte! Nicht bewegen! Scheiße, ist das. Ja, warte doch! Ich muss doch gucken, es ist unter deine Haare gegangen! Nee, ich trau mich nicht. Nee, ja, es ist eine Spinne. Und du verarsch mich doch, du Arsch! Nee! Kann auch übertreiben, Frau. Ich bin direkt im Robert-Modus drin. Bisschen Spaß gemacht mit der Alten. Robert hat schon Tag voll geschrieben, Knossi, endlich sehen wir uns. Dann treffe ich den und er auch direkt, boah, endlich normale Leute. Das war super. Katja Krasavice war noch dabei und wir waren eine Gruppe. Katja Krasavice auch super lieb. Auch lieb, so ja. Sympathisch. Und dann sind wir unten auf dieser Veranstaltung im Restaurant. Wir sind im Restaurant, alle stehen. Ich sehe aber, da hinten sind Tische, aber die sind irgendwie noch abgesperrt. Ich sage zu Robert, willst du stehen? Guck, dass du einen Tisch kriegst. Ich hinkomme, nur Superstars, Fußballer um uns rum. Robert, ich will sitzen. Ich auch. Wir hinten rein, neben uns am Tisch Boris Becker. Wir sitzen da den ganzen Abend. Kommen die kleinen Häppchen an. Gibt's nichts anderes für Robert. So Kohldampf gehabt. Soll ich denn davon satt werden? Naja, so Kohldampf haben wir gehabt. So viel Spaß gehabt. Wir fangen an. Ey, Robert, an der Stelle vielen lieben Dank. Und los. Ach du Scheiße. Ist geil? Ja, ist geil? Super, wirklich schön, ja. Kann heute Abend anziehen ins Restaurant. Ja, sehr bodenständig. Ja. Roberto Gaisini Monaco. Mhm. Jet Set. Jet Set. Jet Set. Wow. Steht hier. Diamond King. Furchtbar schreibt. Alter! Alter. Oh, geht. Ja, bisher mein Lieblingsteil. Den hast du auch in M, den brauchst du nicht anprobieren. Ah, super, wir dann sind wir ja, aber ey, der ist, also vom Feeling her, richtig schön gemütlich. Komm, setz dich hin, Frau. Oh, jetzt wird er wieder so. Setz dich hin, Frau. Oh, ihr könnt euch nicht vorstellen, Hamburg, wie lange der da noch so mit mir geredet hat im Hotelzimmer. Der konnte gar nicht aufhören, so zu reden. Hör auf zu sappeln, Frau. Ja, genau so hat er dann. Oh, genau so. Ja, genau so. Robert, top, sag ich dir ehrlich. Ey, und was das Krasseste ist, hört zu, ihr kriegt von mir Informationen aus erster Hand. Wisst ihr, wie die Doku aufnehmen? Mit Handys. Zwei Typen dabei, ja. Mit Handy. Mit Handy, mit Leute. Mit Handy. So ein billig Mikro-Knossi hier, klippt das an.
Andy, ich fühle mich ganz gut heute, hab gut gepennt, gut gekackt. Jetzt gehen wir was fressen. Fertig, mit Handy! Seid ihr bereit? Hier ist die Roberto Gaisini Short. Ist auch cool. Farbe super. Dreh dich mal um. Gut für den Garten auch. Ich finde mich gut. Passt gut zur Hose. Fass mal an, was ist das denn? Das ist gestickt. Ey, also von der Qualität. Der Qualität ist wirklich top. Man denkt wirklich. Oh, guck mal, passt aber gut zur Hose. Wird gekauft. Explos! Sag mal von der Seite hier, was soll das sein? Blitze oder Adern oder? Das ist, wenn ich morgens schlecht gekackt habe und es bei mir stürmt, dann donnert es bei euch da draußen, nämlich auch. Okay. Und das ist unser Expose-Shirt. Aber weißt du, was gut ist? Passt alles zur Hose, super. Das ist. Das ist Strasssteinchen. Guckt nicht so genau hin, sonst sieht man, dass das doch nur Zirkonia ist, was wir aufgeklebt haben. I'm ready for the beer! Young and free. Forever. Aber pass auf, ihr denkt, vorne der Print, das ist es. Leute, das sind alles Glittersteine, gell? Worauf ich besonders stolz bin, ist natürlich, dass man sieht, was ich trage. Ja. Und dass ich Geld habe. Und das sieht man an meinem Rücken. Ja, Roberto Gaisini. Nee, das schaut wirklich toll, wirklich. Leg dich nicht mit mir an. Nee, keiner legt sich mit dir an. Das ist es. Das ist es. Nee, Schatzi, das ist krass. Guck mal unten. Gets real. Roberto Gaisini. Aber es ist ohne, Schatzi, dieser Stoff ist richtig geil. Dreh mal die Kamera um. Warum? Was ist die immer noch da? Ach Mann, du bist echt. Warum hätte ich schon die Kamera erst umgedreht, dass man es drauf gehabt hätte? Nee. Ach, dir schön im sag Haar. Doch mal was, wenn mir was so krabbelt. Ist doch nur ein grünes Viechchen. Ja, anscheinend ist es dort normal, dass man so viel Glitzer mit zerträgt, gell? Der Multi-Cross-T-Shirt. Oh, weißt du, was ich schön finde hier? Ach, ist richtig schön. Diesen Jeansstoff. Ja. Du kannst dich an mir heute nicht satt sehen. Setz dich hin. Nice to meet you. Das ist doch Seven in the Wild. Das ist doch das T-Shirt. Hallo, Bear. Nice to meet you. Der ist aber süß. Aber was mir halt besonders gefällt, muss ich ganz ehrlich sagen. Doch, der Rücken. Ist die Aufschrift auf dem Rücken. Und die kann nie zu klein sein. Nee. Ich finde es so toll mit dem Glitzer. Der ist dran. Fehlproduktion. Nee, schick mal zurück. Oder das soll so sein. Nein. Oh, der ist wirklich richtig drin. Guck mal, aber das ist ja geil. Dann sieht man schon mal jetzt schon, dass der nicht so schnell abfällt. Schatzi, die gehen nicht ab. Das ist super. Was sieht man da drauf, genau? Naja, da ist halt ein toter Kopf, ein Schädel mit hier Wirbelsäule dran und der raucht auch. Also es ist einfach ein Skelett. Das ist ja perfekt. Ein Skelett und der hat eine Kippe in der Hand. Und die Kippe, das sage ich dir jetzt mal, die Kippe, dreh ich mal um, die ist natürlich mit Glitzersteinchen. Ja! Kannst du mal bitte beiseite gehen? Ich muss mich selber mal kurz in meinen 50 Quadratmeter Wohnzimmerfenster einmal ganz kurz selbst natürlich spiegeln, natürlich, damit ich sehe, wie ich aktuell aussehe. Wenn ich durch meinen 1500 Quadratmeter Garten laufe. Okay. In meinem neuen 400-Euro T-Shirt. Findest du das nicht ein bisschen krank, Jens? Was? Das kaum ist wieder irgendwas mit Zigarette? Nein, das geht ins Herz, das T-Shirt. Das, ja, warum? Wegen der Zigarette. Weil guck mal, sterben wird dich umbringen. Sterben wird dich umbringen. Ja, guck doch mal. Aber mir das scheiße, ja. Boah, ist das für mich eine Jacke? Ist echtes Leder? Ja. Ja, voll. Was ist hinten drauf? Totenkopf natürlich. Schön. Was für einer? Einfach ein Schädel. Ey, die Lederjacke ist krass. Ja, steht hier. Riech mal, richtig krass. Gut. Wie es hier gleich nach Leder riecht. Ja, oh, die ist wirklich echt Leder. Das ist ein echter Kuchen, ein echter Busch. 400 Euro. 400 Euro. Ey, an der Stelle den Geisens. Vielen lieben Dank. Und hier ist meine Frau in Carmen Deluxe. Wow. Komm näher. Okay. Na, und? Ah, nein, steht dir echt gut. Dreh dich mal um. Boah, Schatzi, steht hinten? Nichts, gar nichts. Weißt du, was ich geil finde? Der Stoff. Ey, was habe ich dir gesagt? Die Stoffe von denen sind ultra krass. Lebe ich mit Pascalia oder doch mit Carmen Geis? Wow. Schatz, hinten ist dezent Roberto Gaisini drauf. Ja? Ja, richtig schön, richtig dezent, ist überhaupt nicht, irgendwie trägt nicht zu viel auf. Nee. Du hast richtig Davina
Wie sagt man? Ja, welche ist das? Davina Vibes, die dunkelhaarige, die kleine. Welche? Die sind beide blond. 239 Euro, kannst nichts sagen. Machst nichts falsch. Das muss ja nicht sein. Meine Frau im Lilly-Top. Ist richtig gut. Ist richtig gut. Hinten. An der Seite, nee, hinten ist nichts. Ich finde aber auch diese Dinger an der Seite, habe ich so noch nie vorher gesehen bei Unterhemden oder so, weißt du? Das ist kein Unterhemd, das ist ein Top. Oh, Chat mega. 69 Euro nur. Das Top? Ja? Ey, Schatzi, aber das steht hier wirklich, muss man echt sagen, herausragend. Ich weiß schon, wie die Leute denken sie. Ah ja, klar, da sieht man die Möppchen. Vielleicht hüpft mal einer raus. Hört doch auf. Hört doch auf. Aber der ist ja auch schon tot, der Tiger. Vier Kreuze um den Kopf, der tote Tiger. Wow, Alter. Ja, du musst mal hier die Details zeigen. Ja, ich weiß gar nicht, ob das so rüberkommt, wie da wirst du ja geblendet. Da bist du wirklich geblendet. Sehr krass an der Seite, auch ein paar Details. Aber das hat die ganze Kollektion bei mir ja auch. Saint-Tropez, damit die Leute wissen, wo wir unseren Zweitwohnsitz haben. Hinten? Oh mein Achtung. Gott. Achtung. Oh mein Gott. Ich brauche einen Spiegel noch. Wow. Also, aber exzellent. Du musst auch Fuß machen. Was? Ich wollte mich cool hinstellen. Hör auf jetzt. Warum sind Männer so eigentlich? Sind die SMS kostenlos? Ja, die sind halt so, wie du deinen Handyvertrag hast. Das ist eine ganz normale Handynummer, die wir haben. So, Schatz, und jetzt bist du heute dran, weil du mich so liebst, zum Abschluss ins Wasser zu springen. Du hast ja die Chance, dass es dich nicht trifft. Ich will, dass du schaffst, dann brauchen wir kein Handtuch. Wirklich. Ei, schade, fast. Oh, jetzt bippert sie. Komm schnell raus. Ich hab dir meine Liebe gezeigt. Ja. Ja, oh, so hätte es einfach machen sollen. Klasse, ich hol dir ein Handtuch. War doch nicht schlecht. Ich habe noch nie in meinem Leben hier eine Schublade aufgemacht. Ah ja. Weißt du noch? Ja. Hier. Ich habe für dich ein Handtuch. Hier. Bruh. Ja, das ist nicht dein Ernst, oder? Aber wie kann man so ein Mensch sein? Wie kann man so ein Mensch sein? Mensch, dann fang's halt auch. Ich hol dir noch eins. Nee, wie kann man so ein Mensch sein? Ey, ich wollte dich eindecken. Papa Latte und Razorman sind dabei bei Seven in the Wilds. Echt? Ja? Wurden die nachnominiert? Da freue ich mich, oder? Das ist doch echt geil. Die sind echt gut. Ich hätte mich aber auch, muss ich ehrlich sagen, für Trimax gefreut. Weil ich weiß, dass der unbedingt wollte. Der wollte unbedingt. Aber ey, ich weiß nicht, ob die auch unbedingt wollten. Ich habe es jetzt nicht verfolgt. Wenn die auch unbedingt wollten, ey, top. Kommt man da noch raus aus der Seven vs. Wild Thematik? Nee, du hast schon zugesagt. Weil du wieder so voreilig sein musst. Ich bin alt. Ich brauche das nicht mehr. Ich gehöre zu der älteren Generation. Mhm. Ich muss niemandem mehr was beweisen und auch mir nicht. Ich möchte einfach nur noch ein schönes paar Jahre in meinem Leben haben. Ich bin jetzt langsam im Rentenalter. Irgendwann ist gut.